herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files de Tunguska. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Und ich hatte ja schon mehrfach gesagt, dass ich die Folgen alle ungefähr gleich lang machen wollte. Ich wollte hier mal wirklich drauf achten. Und eigentlich bin ich mit den Kapiteln in Anführungszeichen auch immer recht gut weitergekommen, dass ich dann, ja, in dieser Zeit auch geblieben bin. Das einzige Problem ist nur, ich habe mich jetzt noch nicht umgeschaut. Ich hätte vielleicht lieber erst mich umschauen sollen, anstatt nochmal auf Play zu drücken. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich nochmal versuche, mit dem Typen hier zu sprechen. Weil wir haben ja vorhin nicht mal mit ihm gesprochen, nachdem wir ihm die Zeitung da abgeluchst hatten. Ich weiß nicht, vielleicht hat er noch irgendeine wertvolle Information oder so für uns. Oder wir können ihn mit dem Gartenschlauch erwürgen. Ich bin's wieder. Hi. Ah. Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Ah. Was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Okay. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Das ist jetzt wirklich mal eine hilfreiche Information. Also ansonsten kann ich ja hier nichts mehr machen. Da habe ich ja überall schon geklickt. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt nochmal mit ihm sprechen kann. Hier habe ich ja auch alles schon. Obwohl, ja gut, die Absperrung konnte ich eben nicht benutzen. Ah, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Eisenstangen mir jetzt weiter, obwohl, naja, vielleicht könnte ich mit den Eisenstangen unten was machen. Fällt mir ein, ich muss auch noch den Wagenheber hier irgendwie wegbekommen, ne? Eigentlich müsste man ja irgendwas haben. Obwohl könnte man, aber zwei Ziegelsteine, sind die zu klein? Ja, wir probieren das mal aus. Auf jeden Fall ist es grün. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Ah, perfekt. Also es ist perfekt, wenn wir es dann auch noch rausbekommen. Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Ja, du sollst den ja auch rausziehen und nicht die Kurbel bewegen. Vielleicht müssen wir die Dinger hier benutzen. Das nicht. Das Absperrband wahrscheinlich eher weniger, oder? Also ich denke mal, das ist irgendwas mit dem, mit der Kurbel zu tun hat. Das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Ja. Ich achte jetzt mal direkt drauf, ob man hier irgendwie, weil nicht, dass ich jetzt wieder ein Stückchen zu hoch oder zu tief bin und der das deswegen nicht annimmt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe meine Sachen natürlich jetzt auch. Ja, der gute Sandwich, das. Ist das jetzt euer Ernst? Gute Idee. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Ach so. Okay. Ja, war jetzt nicht meine Idee. Aber da ich ja halt Point-and-Click-Adventures kenne, nehme ich einfach mal alles und ziehe das überall drauf. Jetzt haben wir den Wagenheber. Sehr schön. Mal schauen, ob wir mit dem Wagenheber eventuell sogar die Tür aufbekommen oder eventuell mit den Eisenstangen. Normalerweise hätte ich jetzt die Eisenstange genommen, aber da wir schon einen Wagenheber haben, wenn man ihn denn wirklich jetzt auch gebrauchen kann. Ja, sie macht was. Puh, das wäre geschafft. Okay.
Ich habe schon gedacht, wenn wir jetzt hier nicht reinkommen, könnten wir vielleicht das Loch nehmen und die brennende Zigarette da reinwerfen oder so. Aber so ist es natürlich auch gut. Moment, Fässer, hier waren aber doch, die kann man jetzt diesmal nicht angucken. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Okay. Ein Ventil. Damit kann man wohl die Leitung öffnen oder schließen. Warum sollte ich? Solange ich keine Antwort auf diese Frage kenne, lasse ich lieber die Finger davon. Auf welche Frage? Ich hätte erst mal gefragt, wo das hinführt, aber... Außer ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Ach, das ist dieses Dreckswasser. Verstehe. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Aber wir haben Brechstangen. Okay, die gehen auch nicht. Ah, schade. Hier sind überall Zigaretten. Es kann doch nicht sein, dass da nur rauchende Leute sich im Untergrund befinden. Aber sonst habe ich hier nichts. Okay. Da fehlen alle Sprossen. Es soll wohl niemand nach oben gelangen. Ah, aber ich habe eine Idee. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Ja, aber ich habe eine Idee. Ich wollte nur mal hören, was du dazu sagst. Die Eisenstangen sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Der Schlauch vielleicht? Wer weiß. Ja, so wie es aussieht, wohl auch nicht. Ja, und wie soll ich denn da hochkommen? Mit der Zigarette bestimmt nicht. Oh, das ist doch doof, Leute. Dass man dann immer vor so Aufgaben steht. Ja, die sind zu lang, aber ich kann sie ja nicht kürzen. Lange Eisenstangen. Ja, die kann ich benutzen, aber was bringt mir das mit einer brennenden Zigarette rumzulaufen? Ich kann auch die Eisenstangen hier mit nichts benutzen, ne? Ich muss die ja irgendwie kürzen. Nur dazu müsste ich ja irgendwas haben, womit ich die kürzen könnte. Die Eisenstangen sind viel zu lang. Ja, das habe ich auch schon verstanden, aber das bringt mir jetzt natürlich alles nichts. Da haben wir nur das Rohr, aber mit dem Rohr kann ich das ja nicht. Wir bräuchten was, womit wir die wirklich kürzen könnten. Hier können wir jetzt auch nicht mehr reingucken, na toll. Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ja, das habe ich auch alles schon verstanden. Kann man das dann im Auto irgendwie kaputt hauen oder so? Nee. Weil die dann wahrscheinlich auch zu kurz sind, nehme ich mal an. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass der Typ mir jetzt da helfen wird. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Na gut. Sagen Sie mal, Sie sehen ja unglaublich kräftig aus. Sind Sie wirklich so stark oder ist das mehr Fett als Muskelmasse? Naja, ein bisschen Training mache ich schon. Will ja schließlich, dass mein Körper auch in 10 Jahren noch eine Augenweide ist. Ja, so von der Optik ist es wirklich schon beeindruckend. Das Problem bei diesen gestellten Kerlen ist nur meistens, dass sie zwar massig Gewichte stemmen können, dann aber nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Hey, Moment! Das Gurkenglas müssen Sie mir erst mal zeigen. Oh, da fühlt sich aber einer in seiner Ehre gekränkt. Na, ein Gurkenglas habe ich zwar nicht, aber diese Eisenstangen hier... Geben Sie schon her. Eine meiner leichtesten Übungen. Das soll hier aber nicht biegen, das soll die kaputt machen, oder? Wow, ich bin echt beeindruckt. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall gebogene Stangen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal die gebogenen Stangen und gehen nochmal zurück.
Keine Ahnung, ob das jetzt schon hilft. Ich hoffe ja. Ich kann ja auch doppelklicken, fällt mir gerade auf. Dadurch wird das Ganze nämlich kürzer. Also sprich schneller. Wenn ich etwas an den Rand der Stangen trete, müssten sie mein Gewicht eigentlich aushalten. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Wenn wir jetzt nicht irgendwo gefangen genommen werden, heißt das. So, drin wäre ich jetzt. Bleibt nur die Frage, wo mein Vater sein könnte und wie ich mich hier umsehen kann, ohne von einem Soldaten erwischt zu werden. Ja, die Frage solltest du mir eigentlich jetzt beantworten. Rauchen verboten. Genau. Das sieht man ja. Okay, hier kann man anscheinend nichts machen. Oder sie steht halt... Nee, in den Kanal möchte ich nicht. Okay, sie steht hier wirklich ein vor. Ein Wasserhahn für Kaltwasser. Der für warmes Wasser wurde abmontiert. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt. Nach dem Besuch nicht. Der Kanalisation ist mir eher nach Duschen. Hände waschen alleine bringt da auch nichts mehr. Okay, da ist ein Durchgang. Oh. Hier darf der Mann noch Mann sein und im Stehen pinkeln. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein, ich lege keinen Wert drauf, die Erste zu sein. Das kann ich nachvollziehen. Okay, hier kann man doch was machen. Okay, da ist einer drin. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ja. Machen Sie das immer so? Was? Na, bei fremden Leuten ins Klo zu spannen. Ich spanne nicht. Sondern? Sie haben so seltsame Geräusche von sich gegeben. Da wollte ich nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Klang irgendwie krank. Sind Sie vom FSB? Sehe ich so aus? Keine Ahnung, ich kann Sie nicht sehen. Nein, bin ich nicht. Wieso fragt mich hier jeder, ob ich vom FSB bin? Naja, die laufen hier ja überall rum und ich will keinen Ärger. Wer will denn schon? Haben Sie denn welchen zu befürchten? Spätestens, wenn der Zug abfahren soll und es nicht tut. Mir ist nämlich der Schlüssel ins Klo gefallen. Unangenehm. Viel Spaß beim Angeln. Sehr witzig. Mein Problem ist auch Ihr Problem. Wieso? Weil ich der Zugführer bin und das der Schlüssel für den Zug ist. Oh, haben Sie keinen Zweitschlüssel? Nein, deswegen traue ich mich ja hier auch nicht raus. Kann ich ja eigentlich keinem erzählen, dass der Zug nicht abfahren kann, weil der Zugführer seinen einzigen Schlüssel im Klo versenkt hat. Nee, besser nicht. Verraten Sie mich bitte nicht. Nee, das werde ich nicht. Ich werde nur eventuell deinen Schlüssel klauen. Die Leute vom Geheimdienst? Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage Sie nicht und hoffe, dass Sie mich auch nicht fragen. Ja, wird wohl eine weise Strategie sein. Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja, aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Wie lange hocken Sie denn schon hier? Seit ungefähr 3 Stunden. Ach du Scheiße. Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann einen Chor aufmachen? Sehr witzig. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Ja, ja, auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Okay, aber man kann ja sonst nichts anklicken. Ja, nur Zugführer, Zugführer. Okay, dann lassen wir das erstmal. Hier dürfte ich auch soweit durch sein. Ja, da haben wir auch alles angeklickt. Dann gehen wir mal vorsichtig nach draußen. Oha. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös.
Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke, Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. Okay, also die ist süchtig nach Zigaretten und sie möchte auch gerne welche haben. Zur Kleiderkammer kann ich jetzt nicht gehen, solange die da steht. Ein kleiner leerer Teller mit ein paar Münzen drauf. Ich glaube, die Wachsoldatin hat selber genug Zigaretten. Und die Klofrau würde sich wohl mehr über ein paar Geldstücke freuen. Okay. So verzweifelt, russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Ja, wer weiß, wofür man die Münzen noch gebrauchen kann. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, was mir passieren könnte. Ja, deswegen solltest du ja eigentlich was anderes machen. Aber ich weiß momentan ehrlich gesagt überhaupt nicht was. Also wenn die Zigarette nicht haben will, beziehungsweise wenn sie die Zigaretten nicht dahin bringen will... Ich müsste ja irgendwie für eine Überflutung oder sowas sorgen. Ah, Moment, da kommt doch kaltes Wasser raus. Kann ich hier nicht mehr zurückgehen? Doch, da unten. Kann ich den? Den kann ich benutzen. Mit Durchgang geht nicht. Okay. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was mir das bringt, aber... Wassermarsch. Kommt denn hier auch gleich Wasser hin? Man weiß es ja nicht. Also hier passiert anscheinend nichts. Hier darf der Mann noch Mann sein. Okay, also das bringt mir jetzt nicht so wirklich was. Und ich habe schon wieder die Zeit im Rücken. Das finde ich gar nicht gut. Aber ich möchte mich natürlich auch an meine eigenen Regeln halten. Achso, das ist das Gleiche, wenn man oben oder unten hinklickt. Okay. Ja, die Zigaretten wollte sie ja irgendwie nicht. Handy würde ich da jetzt natürlich auch nicht hinlegen. Kann es sein, dass Rauchen hier nicht erlaubt ist? Ja, davon gehe ich mal aus, ne? Ach so, ah. Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Hoffentlich kriegt die Arme nicht allzu viel Ärger. Okay, also nehmen kann ich das nicht. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, da wir uns jetzt in den nächsten Bereich durchgekämpft haben und die Zeit auch wieder ein bisschen enger wird, dass wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann schauen, dass wir den Rest, unseres Weges hier
vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch in den nächsten Folgen hinter uns bringen werden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier erstmal intensiv etwas um. Bis dann. Ciao.